Hallo und ein herzliches Willkommen zum diesjährigen Afrika-Abend. Als Einstieg haben wir diesen Film über das Land und unsere Partnerschule vorbereitet. Wir hoffen, auch ohne Stargast in diesem Jahr werdet ihr großen Spaß an dem heutigen Programm haben. Film ab! Das Staatsgebiet von Burkina Faso erstreckt sich über eine Fläche von 274.000 Quadratkilometern. Das Binnenland wird im Norden von Mali und Niger und im Süden durch Benin, Togo, Ghana und die Elfenbeinküste vom Meer getrennt. Feuchtsavannen im Südwesten des Landes gehen über in Trockensavannen im Landesinneren, dem Hauptsiedlungsraum. Im nordöstlichen Gebiet hat das Land Anteil an der Sahelzone. Hier herrscht Halbwüstenklima. Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Über 40% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze von 1,25 US-Dollar pro Tag. Die Wirtschaft leidet maßgeblich unter schwankenden Weltmarktpreisen für die Hauptexportprodukte. Notre partenaire, l'école Jeune du Bois, se trouve à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'école Jeune du Bois est notre école partenaire depuis plus de 20 ans. Nous le soutenons dans l'achat de matériel scolaire et de nourriture qui est consommée localement. Malgré l'opposition de son entourage, il est de son instituteur, il était entré en apprentissage chez mon père. On vous présente maintenant le personnel responsable pour gérer l'école Jeune du Bois. Als erstes stellen wir Ihnen Madame la Directrice, die Direktorin der Schule, vor. Présentement, nous sommes dans la classe des tout petits, CP1. Donc, nous allons écouter Madame la titulaire après sa présentation. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Madame, nous vous écoutons. Moi, je suis Madame Traoré, née Traoré Catherine. Voilà, je suis maîtresse de la classe du CP1. Rien qu'en quatrième année, CM1, il y a déjà 76 élèves, dont 40 garçons et 36 filles. Les classes sont donc beaucoup plus nombreuses qu'à notre école.